Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Der Morgen startet bei uns mit diesem Vierbeiner. Die Maus kriegt was zu essen und ja, seit neuestem verstecken wir ihr das gerne oder tun das in Sachen rein, stülpen Kartons drüber, was auch immer, damit sie so ein bisschen die Nase benutzen muss und dann auch so ein bisschen den Kopf einfach hernehmen muss. Heute ist es in dem Schuhkarton. Also sie muss eigentlich nur die Klappe aufmachen. Eigentlich nur. Mal sehen, wie sie das hinbekommt. Das Geile ist aber, sie weiß schon, dass es da drin ist. Und weil sie aber nicht weiß, wie sie jetzt Stress kratzen hier. Und weil sie aber nicht weiß, wie sie da rankommt, sitzt sie hier, guckt Roman an und bettelt, dass er ihr hilft. Weil Roman ihr meistens geholfen hat. Milou? Wo ist dein Futter? Oh, da kommt doch der Papa wieder. Okay, ich berichte, wenn sie soweit ist. Ansonsten sehe ich aus wie ein aufgeschrecktes Huhn. Oh. Und ich nehme euch heute in meinen Tag mit Hund mit und in einen Content-Creator-Tag. Jedenfalls muss ich heute ein Video drehen für einen Kunden und dachte, ich nehme euch ein bisschen mit. Ich treffe mich nämlich dafür nachher mit einem Fotografen, dass das richtig schön und hochwertig irgendwo ist. Und genau, gucke, dass ich euch bei dem Prozess so ein bisschen mit dabei habe. Okay. Fresh out of shower. Ich föhne mir jetzt die Haare ein bisschen noch. Ich habe euch übrigens vor kurzem eine Haarroutine abgedreht. Die werde ich auf Instagram online stellen. Also wenn euch interessiert, was für Tipps und Tricks ich vielleicht so beim Haarewischen verwende, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Und genau, ansonsten mache ich mir jetzt einfach die Haare schön. Danach kommt noch ein bisschen was ins Gesicht rein. Und dann kommt auch schon der Fotograf. Wir sind jetzt schon am Drehen. Also wir haben das Konzept jetzt verfasst und versuchen jetzt das Konzept nach und nach hier einmal abzudrehen. Und ihr seid live dabei. Los geht's. Und bitte. Warum nehme ich eigentlich die ganze Zeit nicht auf? Sehr seltsam. Schnappi, komm mal hierher. Milou ist Paid Actor dieses Mal. Klappt semi. Und ich bin guter Dinge, dass das richtig gut wird. Das wird richtig, richtig gut. Wir haben unsere komplette Wohnung so ein bisschen einfach mal umsortiert. Der Mülleimer steht jetzt hier vorm Fernseher. Genauso liegt das Körbchen einfach irgendwo. Und der Sessel steht auch so, wie er eigentlich nie steht, damit unsere Wohnung ästhetik aussieht. Das ist nämlich noch nicht Instagrammable genug Realität hier, ne? Also, und um die Dinger geht's hier übrigens. Und jetzt geht's weiter. So, Kamera läuft. Und bitte. Okay, und mach mal bitte. Ah, und noch mal. Roman nach Hause gekommen und hat uns unseren Schauspieler geklaut. Was sagen wir dazu, Schatz? Du musst erst noch, du bist noch gar nicht im Bild. Okay, sie muss aber gleich auf mein Okay hören, ja? Kriegen wir hin, ja. Gut. So, Milan gerade schon fleißig am Drehen. Vom Kaffee. Wichtig, sehr wichtiges Element für alle Reels. Ich nervlich übrigens schon am Ende, weil wir gerade mehrere Sachen probiert haben und kläglich gescheitert sind. Anhand von, es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
Meine Visionen konnten nicht umgesetzt werden, anhand von aber technischen Defiziten. Sehr, sehr ärgerlich. Also sowas ärgert mich ja immer am meisten, wenn die Technik nicht so funktioniert, wie ich das will. Achso, jetzt haben wir nur einen Cappuccino. War das doof? Nein. Gut, vielleicht sind die Defizite auch teilweise bei mir vorhanden. Kaffee machen gar nicht. So war. Milou, it's a wrap für dich. Nein, hier. Du bist abgedreht, mein Engel. Du bist abgedreht. Das hast du ganz toll gemacht. Ganz, ganz toll. Super. Der nächste Schauspielstern am Himmel. Wird ich sehr Wahnsinn. Der Wahnsinn. Zwischendurch kurze Mittagspause. Es sah mal besser aus. Es schmeckt auf jeden Fall gut. Und jetzt geht's dann gleich mit dieser Muppelmaus. Und ist wahrscheinlich noch Menta. Kommt auch noch mit. Gib einmal noch Daddy. Mittlerweile abgedreht. Die Jungs ziehen sich schon an. Wir waren jetzt hier nämlich mit den Wuffels nochmal draußen. Weil so schönes Wetter ist. Und an der Hundewiese ist natürlich immer gut was los. Hey! Hey! By the way, Milou nähert sich der zweiten Läufigkeit und ist ständig am Markieren. Und es fällt auch auf, dass Rüden auf jeden Fall sehr wild Interessierte an ihr sind. Und sie aktuell auch, ja, 2, 3, 4 Mal überlegt, ob sie jetzt auf das Kommando, was wir gegeben haben, hören soll oder eher nicht. Also wir befinden uns sozusagen mitten in der Pubertät. Toll ist. Toll. Schön. Macht Spaß. Nein, ich glaube, da können alle Hundebesitzer ein Liedchen von singen. Danach aber, also ein Australian Shepherd soll so mit 2 bis 3 Jahren ausgewachsen und ausgelernt und hast du nicht was sein, also halt der normale Hund sozusagen, wie du. Sehr gut. Ja, fein. Wir fiebern drauf hin. Wie klein einfach Milou gegenüber zu Menta aussieht. Menta ist einfach ein Riesen. Wahnsinn, so ein kleines Muppchen. So, Menta und Milan verabschiedet. Und jetzt, weil das Wetter so schön ist, gibt es für uns noch ein Eis am Achersee. Was bei mir immer sein muss, Spezi. Ich weiß nicht warum. Aber das habe ich gerade von meiner Mama. Immer wenn ich irgendwo draußen esse, muss ich irgendwie Spezi trinken. Ja, deswegen Spezi. Ich habe gerade noch was gearbeitet. Roman guckt währenddessen Formel 1. Und wir sitzen im Biergarten und genießen jetzt einfach mal noch den Abend. Kleine Marienkäfer im Haar. Hoppala. Das hat uns wieder auf die Hundewiese verschlagen. Oh nein, das habe ich ihn weggemacht. Oje, das arme Ding, ey. Voll einen auf den Kopf bekommen von mir. Weil das Wetter echt schön ist, genießen wir jetzt die letzten Stunden hier. Und dann geht's auch schon wieder nach Hause. Das war also ein random Vlog so ein bisschen mal. Genau. Ich hoffe, dass euch sowas Spaß macht. Ich möchte mich da auch bedanken. Au! Nein, ich möchte mich da auch voll bedanken, dass ihr so liebe Kommentare geschrieben habt, die es mir ganz schwer machen, mit YouTube aufzuhören. Deswegen gucke ich jetzt einfach, wie ich hier immer Lust habe, dass es einfach auch Sachen sind, wo ich dahinter stehe und man jetzt nicht irgendwo sich denkt, so, jetzt muss ich voll irgendwo aus mir rauskommen. Die Leute, die Bock haben, mir auf den anderen Plattformen zu folgen, sind natürlich herzlich eingeladen, dies zu tun. Und für die, die nur hier auf YouTube einfach unterwegs sind, was ja auch mehrere geschrieben haben, werde ich einfach gucken, dass hier auch immer mal wieder was online kommt. Ich meine auch gerade jetzt dann irgendwo, wenn wir die Camperreise machen und die ganze Vorbesprechung davon irgendwo. Also wir werden demnächst jetzt auf eine Messe gehen, wo wir uns Camper anschauen. Und da werde ich euch auch auf jeden Fall auf die Reise mitnehmen und das Ganze für euch per Vlogs und so ein bisschen, ja,
als wäre es wir FaceTime sozusagen, euch ein bisschen mitnehmen in den Tag und in den Alltag von uns. Und ich hoffe, dass euch das gefällt. Dementsprechend, aktiviert gerne hier die Glocke, gebt ein Abo, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Und wie gesagt, ansonsten schaut bei den anderen Kanälen vorbei. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Die Videos werden jetzt immer montags kommen, so als Monday-Push sozusagen. Genau.